Kapalabhati, das Schädelleuchten. Setzen Sie sich ganz aufgerichtet, bequem, Wirbelsäule lang, möglicherweise auf dem Stuhl, im Schneidersitz oder auf einem Yogakissen. Die nächste Atemübung dient zur Reinigung. Gerade bei Atemwegserkrankungen, die sich in den Nebenhöhlen, in den Stirnhöhlen festsetzen, beziehungsweise bei den Schleimhäuten, die sich auskleiden in den Höhlen, ist Kapalabhati eine ideale Unterstützung. Die Beschwerden können sich dadurch lindern. Möglicherweise kann eine langfristige Heilung stattfinden, vor allem auch Kopfschmerzen, die eben durch den Druck in den Höhlen entstehen, sowie Spannungskopfschmerzen, werden durch Kapalabhati positiv beeinflusst. Beobachten Sie Ihren Atem, nehmen Sie wahr, wie er ganz natürlich ein- und ausströmt. Er kommt und geht, ohne dass Sie eingreifen. Nehmen Sie wahr, wie Sie jetzt Ihre Atmung erfahren, um dies am Ende zu vergleichen. Nun atmen Sie intensiv aus und bei der Einatmung, bei der tiefen Einatmung Ihren Brustkorb anheben und nun die Bauchdecke kraftvoll ein und durch den Nasengang ein Geräusch entstehen lassen wie beim Schnauben. Lösen Sie nun die Anspannung in der Bauchdecke und erlauben Sie den Einatmung, dies soll automatisch kommen. Wir wiederholen dies 25 Mal hintereinander. Dabei halten Sie Ihren Brustkorb still. Einatmen, Brustkorb anheben und los. Atmen Sie nun tief ein. Verweilen Sie in der Atemfülle. Und nun ganz ausatmen in aller Ruhe. Vielleicht möchten Sie noch einmal kurz auf- und ein- und ausatmen. Vielleicht möchten Sie im Moment in der Atemleere verweilen. Folgen Sie dem Impuls Ihres Körpers. Und nun einen weiteren Atemzyklus. Wir erhöhen auf 40 Mal. Schnelle Ausatmung, ganz bewusst ausatmen, Bauchdecke einziehen, loslassen, Bauch nach vorne bringen und die Einatmung geschieht komplett automatisch. Unterbrechen Sie die Übung, wenn Sie das Bedürfnis dazu haben. Und nun ausatmen. Tief einatmen, Brustkorb anheben und los. Tief einatmen. Die Atemfülle wahrnehmen und ganz gelöst ausatmen. Folgen Sie dem Impuls Ihres Körpers,
Vielleicht möchten Sie gähnen, aufatmen, ausatmen. Vielleicht eine Pause. Erlauben Sie dies. Nun zur dritten Runde. Wir erhöhen auf 60 kurze Ausatemstöße mit der automatischen Einatmung. Und auch jetzt betrachten Sie Ihre Grenzen und Sie können jederzeit aussteigen. Und nun ausatmen, tief ein, Brustkorb anheben und los. Und wieder tief einatmen. Verweilen. Atemfülle. Und wieder ganz gelöst, ganz entspannt ausatmen. Alles darf kommen und gehen, alles darf geschehen. Gähnen. Pause, aufatmen, durchatmen, wie Sie möchten. Ihr gesamter Schädel ist entspannt, Ihr Stirnraum gelöst. Nehmen Sie jegliche Veränderungen wahr. Wie fühlen Sie sich? Nehmen Sie Ihren Atem wahr im Vergleich zu vorher. Wie fühlt sich der Geist an? Nehmen Sie wahr. Dankeschön.